Und über die Solidarität in Deutschland, auch bei uns in der Umgebung, wollen wir jetzt weiter sprechen. Aber auch über die Folgen des Ukraine-Kriegs und das jetzt mit einem Politiker vom Niederrhein, der unter anderem im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sitzt. Rainer Keller, SPD-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Wesel 1, ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo. Guten Abend. Ja, Herr Keller, fast eine Woche befinden wir uns ja jetzt schon im Ukraine-Krieg. Die Gefechte, die werden immer schwerer, auch wenn es von Russland ja immer bestritten wird, dass auch Zivile, also dass die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung angegriffen wird. Es ist trotzdem so, dass es vermehrt Angriffe auf zivile Einrichtungen gegeben hat. Das vermeldet die Ukraine. Mit wie viel Sorge schauen Sie da auf die Bevölkerung in der Ukraine? Ja, zunächst muss ich immer sagen, dass ich also sehr bedrückt und auch sehr besorgt bin vor dem Hintergrund, dass wir jetzt nicht nur mit Gefechten, sondern eben auch mit massiven Ausweitungen der kriegerischen Handlungen auf Seiten der Russischen Föderation es zu tun haben. Die Zivilbevölkerung ist immer der Teil in Konflikten, der am meisten und am stärksten betroffen ist. Und das ist natürlich sehr bedrückend. Wir sehen im Moment auch, dass sich offensichtlich die Strategie innerhalb der russischen Offensive geändert hat. Denn die strategischen Ziele, die die Russische Föderation wohl offensichtlich hatte, einen schnellen Vorstoß bis nach Kiew zu gewährleisten und dann einen Coup d'État, also sprich einen Staatsstreich durchzuführen, ist wohl offensichtlich gescheitert. Und wir gehen davon aus, leider, dass sich die kriegerische Situation weiter ausweiten wird und es zu noch stärkeren Eskalationen kommen wird, die die Zivilbevölkerung, insbesondere Frauen und Kinder, dann noch stärker treffen werden. Unter anderem ist es da Russland ja gar nicht so schnell gelungen, weil ja eben auch die ukrainische Bevölkerung da so massiv gegenhält. Das muss man auch dabei natürlich erwähnen. Aber Sie sagen es, also das Leid unter den Menschen ist natürlich groß und das wird für uns ja auch immer greifbarer, weil ja jetzt auch die ersten Flüchtenden auch mittlerweile in Deutschland angekommen sind. Wie bespricht man diese ganze Situation, die Sie schildern, auch im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, in dem Sie ja sitzen? Ja, meine Berichterstattung für die SPD-Bundestagsfraktion bezieht sich vorwiegend auf den Bereich der humanitären Hilfe. Und ich stehe als Berichterstatter für den Bereich der humanitären Hilfe im engen Austausch mit dem Internationalen Roten Kreuz, mit UNHCR, also dem Hohen Kommissar für Flüchtlingsangelegenheiten der Vereinten Nationen und eben auch der Internationalen Organisation für Migration, um eben auch ein dementsprechendes Lagebild zu erhalten und daraus dann eben auch Konsequenzen ableiten zu können. Derzeit sieht es also so aus, dass sich die humanitäre Lage innerhalb der Ukraine gerade in den Städten deutlich verschlechtert. Wir erhalten Berichte, dass die Versorgungslage gerade in den Großstädten, die derzeit eben stark umkämpft sind, eben deutlich verschlechtert. Die Nahrungsmittellieferungen bleiben aus. Es droht Hunger. Medikamente, Verbandmaterial werden knapp, sodass dann eben auch die medizinische Versorgung nicht gewährleistet werden kann. Das sind alles nicht nur beunruhigende Anzeichen, sondern die sind erschreckend und stellen aus meiner Sicht auch ein Kriegsverbrechen dar. Und wenn man das die alles Arbeit noch in Berlin, ja. Entschuldigung, die Arbeit in Berlin fokussiert sich derzeit darauf, dass wir versuchen, humanitäre Korridore eben bilden zu können, um die Notlage der Zivilbevölkerung, insbesondere derjenigen, die sich nicht mehr selbst versorgen können, dann eben auch zu verbessern. Derzeit haben wir da leider noch keine Verhandlungserfolge erzielen können. Mhm. Weil das läuft in der Regel erst einmal über die humanitären Hilfsorganisationen, sprich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, was dann eben auch versucht, die Leid und Not der Zivilbevölkerung dort eben zu verringern. Man bereitet sich ja jetzt gerade auch darauf vor, dass die Flüchtenden auch hier bei uns in der Region ankommen. Und wir haben gerade auch eine Flüchtlingsunterkunft in Moers gesehen. Wie gut sind wir darauf vorbereitet hier in Deutschland? Zunächst muss ich erst mal sagen, dass ich positiv beeindruckt bin von der gesamten Solidarität innerhalb der EU. Das war 2015 anders, als wir die großen Flüchtlingswellen eben aus Syrien bekommen haben, wo es eigentlich nur eine Koalition der Willigen gegeben hat. Dieses Mal
stellt sich die Situation anders dar. Die Aufnahmefähigkeit und die Aufnahmewilligkeit der aller EU-Staaten ist gegeben und das ist sehr beeindruckend und darüber bin ich auch sehr froh. Ich habe hier Kontakt aufgenommen gehabt zu den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern meines Wahlkreises und auch eben zum Kreis Wesel und konnte mich da auch vergewissern, dass sie aufgrund der Erfahrungshintergründe aus dem Jahr 2015 natürlich ein enormer Vorteil vorhanden ist, im Gegensatz zu der damaligen Situation, weil Verwaltung und eben auch Organisationen wissen, wie sie jetzt damit umzugehen haben. Und alle Kommunen, ja, mit denen ich jetzt gesprochen habe, sind derzeit auch in der Lage, Geflüchtete aufzunehmen. Das ist schon mal sehr gut zu hören, dass es da auch eine Verbesserung gibt. Vielleicht ganz kurz zum Schluss, wie können da, also die Solidarität, die ist ja eben auch groß, man sieht das auch in Ihrem Wahlkreis, aber auch in Duisburg oder in anderen Kommunen, dass da eben auch eine große Solidarität herrscht, aber gerade wenn man eben über die Kommunen spricht, die das Ganze auch zu handeln haben, wie können da Bund und Land auch helfen, wie muss da auch geholfen werden? Ja, der Bund kann vorwiegend eben mit Finanzmitteln helfen, die dann eben auch fließen werden. Also dafür sind ja auch schon Programme aufgelegt, auch vorher schon. Das Land kann zum Beispiel dadurch helfen, dass es also koordinierend eben auch mit eingreift und dementsprechend auch dann gemäß Verteilerschlüssel stark belastete Kommunen entlastet und andere eben stärker belastet. Ich sehe allerdings im Moment eher die Situation, dass wir nicht mehr in die Lage versetzt werden wie 2015, wo wir unter anderem dann Turnhallen öffnen mussten, um eben Massenunterkünfte herzustellen. Von diesem Punkt sind wir wahrscheinlich noch ein Stück weit entfernt. Man kann es nicht ausschließen, das muss man auch sagen. Denn das hängt immer davon ab, wie die Lage in der Ukraine sich selbst entwickelt und wie Flüchtlingsbewegungen dann eben auch weiter aussehen werden. Aber ich denke mir, dass wir vom Bund, Land und auch Kommunen da ganz gut aufgestellt sind. Und was ich immer wieder beeindruckend finde, ist, dass innerhalb unserer Bevölkerung ein hohes Maß an Solidarität da ist und auch der Wille, wirklich helfen zu können. Sagt Rainer Keller, SPD-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Wesel 1. Vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Gerne.